Unglaubliche Filmnews und Skandale im Königshaus. Wir fühlen Cinderella auf den Zahn, denn hier ist Green und das sind unsere Themen. So, Kenas, was habt ihr mir zu sagen? News, Schleichwerbung, Horrorclowns, digitaler Raub und digitale Schamhaare. Cinderella, walking on, walking on, Schuhen aus Glas. Kingsman, Superagenten mit Stil, Manners make men und Scheidungsgrund, die Trauzeugen-AG. Ich bin hier gerade in der Cinderella-Ausstellung. Das ist eine Ausstellung zum gleichnamigen Disney-Film. Da gibt es ganz, ganz viele Originalrequisiten aus dem Film zu sehen. Ein paar habt ihr ja gerade schon euch anschauen können. Ja, und ich fühle mich in dieser Märchenwelt auch schon wie eine kleine Prinzessin und werde nachher mal gucken, ob ich mit meinem Fuß in den Kristallschuh reinpasse. Ihr guckt jetzt allerdings erstmal die Film-News der Woche. Werbung! Die Oscars sind durch, aber ein sehr wichtiger Preis wurde erst jetzt verliehen, die Product Placement Awards. Also der Preis für die meiste versteckte Werbung in Filmen. Was wäre für YouTube doch auch mal was? Der Preis für das meiste Product Placement geht dieses Jahr an Apple, die in 9 der 35 Kassenschlager vertreten waren, dicht gefolgt von Sony und Coca-Cola. Der Preis für das wirkungsvollste Product Placement ging an natürlich den Lego-Film, der einen Umsatzboost von 11% für die Klötzebauer auslöste und es damit wohl schaffte, den längsten und unterhaltsamsten Werbefilm überhaupt zu schaffen. Der Preis für das originellste Product Placement ging an 22 Jump Street für die geniale Sequel-Montage im Abspann und der beste Werbespot zu einem Film geht an Godzilla, der einen Gastauftritt in der Snickers-Werbung hatte. Doch der klare Sieger ist Transformers 4. Allerdings nur in den Negativkategorien. Michael Bays Film gewann für unerwünschtes Product Placement, bei dem die Erbauer des Pangu Hotels in Beijing absolut unzufrieden damit waren, wie ihr Hotel eingebaut wurde. Außerdem gab es den Preis für das schlimmste Product Placement für das Autobot Fluid, das sich in eine Beats Pill verwandelt, sowie viele weitere Szenen, was auch noch den Preis für die meisten Product Placement in einem einzigen Film nach sich zog. Insgesamt 55 Marken werden in Transformers 4 beworben. Bay ist das allerdings schon gewohnt. Er gewann den Preis auch schon 2011 und 2014. Angst! Über eine Sache sind sich wohl die meisten Menschen einig. Clowns sind das fucking gruseligste der Welt. Egal wie oft behauptet wird, sie seien angeblich lustig, sie sind Kreaturen aus dem finstersten Kreis der Hölle und das nicht erst seit Stephen Kings S oder dem tödlichen Stitch, gut für Albträume. Und in den nächsten Monaten kommen sie geballt zurück. Denn nicht nur wird Clown Pennywise in einem S-Remake für Horror sorgen, auch im Poltergeist-Remake erwartet uns eine fiese Grinsefratze und diese Woche überraschte uns Eli Roth mit dem neuen Trailer zu Clowns. No matter what I say. Ich schlafe da mal mit meinem Pokémon Nachtlicht an und ihr schreibt mir in die Kommentare, vor welchem Clown ihr euch am meisten fürchtet. Bock. Letzte Woche hieß es Abschied nehmen von Leonard Nimoy, der überraschend im Alter von 83 Jahren starb und für die meisten wohl immer der faszinierend logische Vulkanier aus Star Trek bleiben wird. Am vergangenen Sonntag wurde er beerdigt und viele seiner Kollegen würdigten ihn und nahmen von ihm Abschied. Der wegen eines Wohltätigkeitsauftritts verhinderte Kirk-Darsteller William Shatner gedachte seinem Freund per Twitter. Und viele Nachrufe erinnerten daran, dass Nimoy auch in vielen anderen Serien von Columbo, Mission Impossible bis zu Futurama zu sehen war und außerdem ein profilierter Kunstfotograf, der besonders durch provokative Aktfotos von Frauen für Aufsehen sorgte, in denen er klassische Rollenverteilung und Schönheitsideale in Frage stellte. Ein intelligenter, streitbarer und vielseitiger Künstler. Wir werden ihn vermissen und das nicht nur als Spock. And always shall be your friend. The fuck? Unterhalten sich zwei Special-Effect-Künstler. Sagt der eine, ich animiere gerade ein Alien für den neuen Star Wars. Und du so? Sagt der andere, ich habe gerade Dakotas Schamhaare für 50 Shades of Grey animiert. Klingt dämlich, ist aber vielleicht genauso abgelaufen, denn da die Darsteller der Missbrauchsromanze beim Dreh Penishöhlen und Intimschützer trugen, musste an einigen Stellen digital nachgeholfen und unter anderem Schamhaar ergänzt werden. Zum Teil von Leuten, die sonst Effekte für Godzilla oder Guardians of the Galaxy machen, wobei, die kennen sich ja mit künstlichem Pelz aus. Der Kameramann von 50 Shades meinte im Interview dazu, das war nicht gerade ein Highlight meiner Karriere, aber ganz eindeutig eines der merkwürdigsten Erlebnisse. Das andere war wohl, ein Arschdubel für Dakota zu besetzen. Unterhalten sich zwei Schauspielerinnen. Und natürlich gab es auch diese Woche wieder einen spannenden Trailer zu sehen, an dem wir nicht vorbeikommen. Wir können sie zerstören. Von innen heraus. Besseres hast du nicht drauf? Seid ihr jetzt gespannt auf den Film? Schreibt es mir unten in die Kommentare.
Ja, dieses fantastische Kleid, das trägt im Film Helena Bonham Carter, denn sie ist ganz gegen ihre typische Rollenbesetzungen mal eine gute, und zwar die gute Fee. Ich werde ganz neidisch, wenn ich dieses Kleid sehe, aber ich glaube, da passe ich auch mit meinem Hintern nicht rein. Ihr seht jetzt erstmal, was ging diese Woche in den Games ab mit unseren Game News. Diebstahl. EVE Online ist wohl eines der interessantesten MMORPGs, eine Sandbox-Weltraumhandelssimulation mit fast unbegrenzten Möglichkeiten. Anders als bei anderen kostenpflichtigen MMORPGs könnt ihr dort euren Monatsbeitrag mit der Ingame-Währung ISK bezahlen. Was bedeutet, das Geld, was ihr in EVE Online macht, ist wirklich was wert. Heißt es ISK? Oder ISK? Oder ISK? Ach, ich sag jetzt einfach ISK. Das lockt auch weniger freundliche Gestalten auf den Plan. Vor kurzem ist es dem Spieler Non Errata gelungen, ganze 6 Milliarden ISK zu klauen. Er hinterging seine eigene Corporation, die Vanguard Frontiers, indem er sich über Monate ihr Vertrauen erschlich und sie dann ausraubte. Nur mal so, 6 Milliarden ISK, das sind umgerechnet 11.600 Euro. Das ist natürlich nicht der erste Fall dieser Art. Ein Spiel, das seinen Spielern alle Freiheiten gibt, schützt natürlich vor solchen Vorfällen nicht. Und dieser Diebstahl gilt jetzt schon als einer der spektakulärsten seiner Art. Wie im echten Leben muss man nun mal darauf aufpassen, ob man Fremden vertraut oder nicht. Vanguard Frontier bleibt nun nichts anderes übrig, als wieder von vorne anzufangen oder sich komplett aufzulösen. Der Non-Errata hat nichts Illegales gemacht. Alles bleibt innerhalb des Spielrahmens, was seine 1667 Ex-Kollegen der Corporation, die nun pleite sind, wenig trösten wird. Was meint ihr? Coole Piratenaktion oder einfach nur ein lausiger Dieb und Lügner? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Time to shit your pants! Five Nights at Freddy's ist eines der gruseligsten Spiele ever. Und während ich mich schon unter der Decke versteckt habe bei den letzten beiden Teilen, kommt nun der dritte Teil. Wohlgemerkt ohne Vorwarnung und aus dem Nichts kam Five Nights at Freddy's 3 diese Woche auf Steam raus. Fast wie ein schlechter Jumpscare. Dieses Mal müsst ihr wieder 5 Nächte in einer Freddy's-Kneipe überstehen und herausfinden, ob sich der Ort für eine neue Art von Geisterbahn eignet. Am Spielprinzip hat sich natürlich nichts verändert und ihr müsst weiter Ausschau halten nach den gruseligen Masken. Jesus! Sorry, ich hab ein Post-Freddy-Trauma. Ob sich im dritten Teil von Five Nights at Freddy's endlich das Rätsel um den Tod der Kinder aus dem ersten und zweiten Teil klärt, das ist noch nicht klar. Aber der Trailer zeigt uns schon, dass wir auf gar keinen Fall geschont werden. Bevor irgendjemand behauptet, ich sei ein Weichei, lesen wir doch mal ein paar Steam-Reviews über den dritten Teil. Naja, meine Tochter will jetzt nicht mehr an den Computer. 10 out of 10. Okay, das war ein schlechtes Beispiel. Das würde bedeuten, ich habe genauso viel Mut wie ein kleines Kind. Hat mich dazu gebracht, zu weinen, während ich Fallschirm springe, ohne Fallschirm und darüber nachdenke, was für ein Versager ich bin. 11 out of 10. Bestes interaktives Abführmittel 2015. Spiel installiert, das Hauptmenü gesehen, Spiel beendet. Ich werde es auf jeden Fall zocken, denn die ersten beiden Teile waren einfach nur süchtig machend und verdammt schwer. Wie steht ihr zu Five Nights at Freddy's? Schreibt mir bitte eure Meinung unten in die Kommentare. Vielleicht können wir gemeinsam diese Albträume loswerden. Also da ist kein Wollen und ich werde mir jetzt ganz sicher nicht den Hacken abhacken, um da irgendwie reinzupassen. Ist ja auch nicht gut ausgegangen im Märchen. Also ist an mir wahrscheinlich doch keine Cinderella verloren gegangen. Allerdings gibt es eine gute Nachricht für alle Fans des Films, denn vor Cinderella, da läuft ein Kurzfilm, und zwar ein Kurzfilm aus dem Frozen-Universum. Ich glaube, da gibt es auch ein Wiedersehen mit allen Charakteren und natürlich besonders mit Olaf. Ja, vielleicht passt mir doch einer der anderen Schuhe nochmal. Egal, ihr guckt jetzt einfach mal rein in unsere Kinostarts der Woche. Bedenke, mit dem letzten Glockenschlag um Mitternacht wird mein Zauber vergehen und alles ist wie vorher. Suchst du nach dem hier? Da gibt es doch sicher eine sagenhafte Geschichte dazu. Verstecken Sie das Mädchen und Sie und Ihre Töchter bekommen alles, was Sie wünschen. Jemand wie Sie verschwindet nicht einfach. Ich muss Sie wiedersehen. Nach dem Märchen-Mashup Into the Woods bringt uns Disney hier eine ganz klassische Verfilmung von Aschenputtel. Mit grandiosen Schauwerten und ein paar skurrilen Elementen kommen hier all jene auf ihre Kosten, denen die postmodernen Märchenfilme zu selbstironisch sind. Auch die Kritik ist zufrieden mit der Realverfilmung von Kenneth Branagh und gibt im Schnitt 7,5 Punkte. Richmond Valentine hat mit biologischen Waffen experimentiert. Was werden Sie jetzt tun? Wir werden Valentine ausschalten. Versammeln Sie die Kingsmen. Gewalt pflegt mir auf den Magen.
Wenn ich auch nur einen Tropfen Blut sehe, war's das. Los, ernster aus. Als Austin Powers, aber deutlich witziger als die neuen Bond-Filme, ist Kingsman ein gelungener Tribut an alle Superagenten mit britischem Gentleman-Style und haufenweise Gadgets. Die Comic-Verfilmung ist brutal, völlig übertrieben und dürfte all jenen einen Riesenspaß machen, die Fans des 60er und 70er Jahre Bond sind. Und Colin Firth überrascht tatsächlich als Actionheld, was wohl niemand mehr überrascht als ihn selbst. Die Kritik war auch hier überzeugt und vergibt im Schnitt 7,5 Punkte für Kingsman The Secret Service. Ab jetzt sind wir tadellose Gentlemen. Wie spät ist es? Zeit zum Spielen! Das ist der merkwürdigste Haufen Typen, den ich je gesehen habe. Buh! Drei Eier, zählt nach! Heilige Scheiße! Ich will, dass mein richtiges Leben so viel Spaß macht, wie das, wofür ich bezahlt habe. Die Hochzeitskomödie mit den beiden US-Stars Josh Gad und Kevin Hart vermochte die meisten Kritiker leider nicht zu überzeugen. Im Schnitt reicht das nur für 4,5 Punkte für die Trauzeugen-Agentur. Nachdem das mit der Kristallschuhe ja eben nicht so richtig geklappt hat, muss ich jetzt in Cinderellas Rumpelkammer so ein bisschen putzen helfen, nicht? Ja, allerdings habt ihr die Chance, noch eine echte kleine Prinzessin zu werden, denn wir haben Cinderella-Fanpakete für euch an Land gezogen, die bestehen aus Cinderella-Hausschuhen, außerdem gibt's dazu Glitzerpuder, damit's richtig stylisch aussieht, und Cinderella-Notizbücher und alles, was ihr machen müsst, um vielleicht zu gewinnen, schreibt uns in das Gewinnspielformular bei Movieplot, das wir unten verlinkt haben, rein. Aus welchem Jahr stammt denn der Cinderella-Zeichentrickfilm von Disney? Das ist ziemlich leicht, denke ich mal. Schreibt uns ins Gewinnspielformular rein. Eine Woche, nachdem dieses Video hochgegangen ist, ist Einsendeschluss und vielleicht seid ihr schon bald eine echte kleine Prinzessin. Aber wenn ihr eher handfeste, echte Kerle sein wollt, dann guckt ihr jetzt weiter. Wir haben nämlich noch die Faktenflut zu Agentenfilmen passend zum Start von Kingsman für euch. Außerdem haben wir einen Filmcheck gemacht und zwar mit Josh Gad und Kevin Hart zum Film Die Trauzeugen AG. Da guckt ihr jetzt noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Screen. Bis dahin, check, flex und relax und wie immer, viel Spaß beim Putzen. Ist jetzt bald mal sauber.